Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Okay, also es gibt noch irgendjemanden, der am Leben ist. Das ist schön. Das ist doch die Krankenstation, auf der ich schon mal war, ne? Denn das ist doch hier die Tür, durch die ich mich mit dem Termit durchgesenzt habe, hier durchgeschmolzen habe. Ist aber nett, dass sie hier noch ein bisschen aufgefüllt haben wieder, beziehungsweise verschlossene Spinde wieder aktiviert haben. Okay, dann gehen wir halt einfach mal in die bildgebende Diagnostik. So, mal nachladen. Zack. Weiter geht's. CEC Imaging Diagnostics Lab, Ishimura crew members, welcome to the lab. If you've been referred to the lab, please have your referral form and CEC authorization ready, then proceed to the lab office. Thanks, lab staff. Okay, dann machen wir das doch mal und hätten zum Office, wollte ich sagen. Aber wie es scheint, sind schon andere da, die vor uns in der Schlange stehen. Dann müssen wir uns halt mal den Weg freischießen. Ja komm, ist ja okay. Kommst ja auch an die Reihe, mein Kleiner. Könntet mal ein bisschen Muni geben hier vielleicht. Dann eben nicht. Du auch nicht? Wenn wir dir ein paar Tentakel abtreten oder so? Ahaha, kannst du mal sehen. In den Tentakeln hat er Muni für die Energiekanone versteckt. Ist doch logisch. So. Aufzug? Ach nee, Stasi-Station, okay. Hab ich voll, alles klar. So, dann hin zur bildgebenden Diagnostik. Ich wollte gerade sagen, was bewegt sich denn da, aber das ist ja wieder so ein komisches... Sag mal, das ist doch der Raum, in dem wir schon mal waren, oder? Wenn ich mich nicht irre. Hatten wir jetzt... Moment, ich will mal kurz gucken, wir hatten noch irgendwo einen Speicherpunkt, oder? Wenn ich mich nicht irre... Man weiß es ja nicht. Speicherpunkt? Hier drüben war doch einer, ne? Da will ich nämlich mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen. Genau. Und will mal schauen, was es dort in dem Räumchen gibt mit dem Energieknoten. So, einmal drüber speichern. Dann wollen wir doch einfach mal schauen, was wir dort gewinnen können, wenn wir diese Tür lösen. So. Und hinter dem Tor mit der roten Tür versteckt sich der Verlust eines Energieknotens. Und ansonsten nicht viel, wie mir scheint. Okay, hier scheint alles nichts zu sein, bloß die drei Spinde hier. Na, das lohnt sich ja nicht so wirklich, ne? Plasma-Energie. Medipack groß. Nee, kannst du vergessen. Dafür lade ich nochmal. Das lohnt sich einfach nicht, würde ich sagen. Okay, dann muss ich offenbar mal kurz hier beenden. Alles klar. Aber lad jetzt nicht stundenlang, ne? So. Spiel fortsetzen. Weiter geht's. Ach so, mein Schlückchen für zwischendurch. Okay. Na dann, frohen Mutes gehen wir mal weiter in die Räumlichkeiten, in denen wir sowieso schon waren. Und schauen mal, was jetzt denn neu sein soll in diesem Gebiet. Ich weiß es nicht. Also, insofern uns der Ladebildschirm dann mal lässt. Ah, alles klar. Gut, dann hätten wir straight on... Komm, mach die Tür auf. So, hier dürfte uns ja jetzt nichts erwarten. Die Biester haben wir ja schon platt gemacht, die hier im Gang kommen. Gut. Dann schauen wir mal, was es jetzt denn Neues gibt. Werkbank, Werkbank, da muss ich auch mal kurz hin. Das nehmen wir doch mal kurz wahr, die Gelegenheit. So, was machen wir denn? Ich will die Waffen ehrlich gesagt nicht verstärken unbedingt. Höchstens... Der Plasma-Cutter, der scheint ja Standardwaffe zu sein. Den vielleicht mal. Kapazität, ich weiß nicht. Ich meine, hier oben kommt dann Schaden, aber das ist so ein
übelster Plan hier und ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt hier 70.000 Energieknoten da reinzuballern in die Waffe. Ich meine, so toll ist er dann nur auch nicht. Ich bräuchte schon alleine 1, 2, 3, 4, 5, um mal einen Schadenspunkt dazu zu kriegen. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, ja, in die andere Richtung auch. Hier hätte ich dann natürlich 2. Nee. Nicht mit mir. So, Laserkanone können wir... Ja, ach nee, das bringt's alles nicht. Das ist... Oh, Energiekanone könnte sich vielleicht lohnen. Hier ist alles nah beieinander. Schaden erhöht, ja. Mach ich das? Mach ich das nicht? Würde sich vielleicht lohnen, ne? Ach komm, ich mach das mal. Nee, Moment, ich guck mal kurz, was beim Rick hier so ansteht. Wir müssten 3 ausgeben, um zum nächsten Trefferpunkte-Erhöhungsteil zu kommen. 2 haben wir. Okay, ich mache es folgendermaßen. Ich pumpe 1 hier rein ins Rig. Das sollte ja universell eigentlich das Beste sein, wo wir hier investieren können. Und dann packe ich mal auf die Energiekanone, war das, ne? Ja, genau. Packe ich mal hier 1 auf den Schaden. So. Denn die gefiel mir jetzt eigentlich vom ersten Antesten ja ganz gut. Und dann macht die jetzt halt ein bisschen mehr Bams, ne? So, das nehmen wir uns gleich mal mit. Jetzt bewegt sich das Ding hier auch wieder. Okay, hier unten sind wir noch zu... What? What the fuck? Was? Alter, was? Was war das denn? Aber tot ist er, ne? Hä? Spuckt der Minen? Ernsthaft? Hier. Pack deine Gedärme woanders hin, aber nicht auf mich. So, weg damit. Gibst du uns denn was, mein Freund? Kannst du es irgendwie bereichern? Schön, wie der Kopf wackelt dabei, wenn ich ihm ins Gesicht schlage. Kannst du uns irgendwie bereichern hier vielleicht? Nicht so, wie es scheint. Okay. Jetzt ist hier drüben auch zu. Na gut, da ist ja sowieso nichts drin gewesen weiter mehr. Nee. Okay, dann auf nach oben. Einen anderen Weg haben wir ja sowieso nicht. So, Waffe ist voll. Wo kommt denn das Elektro-Dingens-Bummens her hier? So, machen wir mal so. Oh je, da fängt es gleich wieder zu wackeln an hier. Ich wollte gerade sagen, machen wir mal deine Ärmchen raus. Das hat er ja dann auch freundlicherweise getan. So, ja, ein Stück rüberkommen kannst du noch, du Ding hier. Komm, Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, geht doch. So, nur aus Prinzip nochmal draufgetreten. Okay. Ansonsten ist hier jetzt erstmal, da liegt einer. So, hier drüben haben wir den Spaß gleich nochmal. Okay, der liegt bloß zur Deko rum, alles klar. So, nochmal die Stase aufgeladen, fix. So, nochmal kurz aufgeladen. Gut. Können wir ja noch schnell machen, die Stase hält ja lang genug. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Also ich würde sagen, DNS-Probe von außerirdischem Gewebe zu finden, ist hier nicht so schwer auf dem Schiff. Okay, jetzt gehen wir zum Glück woanders lang, nicht wieder hier in den Zero-G-Therapiebereich. Da wollen wir ja nichts mehr. So, auf in die Chemielabore. Wo geht's denn lang? Ach, hier drüben. Chemical Research Lab. Danger. Die Ishimura Chemical Research Lab contains volatile chemicals and toxic biological agents. Maintain safety procedures at all time. Na, sowas aber auch. Eigentlich hat ja auch jemand, der nichts im Labor zu suchen hat, nichts im Labor zu suchen. Also, von daher... Oh, ein Audiolog. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine geliebte Regenerationstheorie zu validieren.
Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es Ihnen gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Alter, der Typ hat ja schon zu Lebzeiten den übelsten Ratscher gehabt. Der Dr. Mercer. Von dem hat man ja schon mal was gehört. Der scheint ja irgendwie besessen von den Necromorphs zu sein. Und ich nehme mal an, das hier kommt dann dabei raus. Wenn man da so besessen von ist und das untersucht. Okay, nächster Energieknoten. Können wir dann... Was hat denn der für Ärmchen? Ja. Können wir dann auf dem Rückweg wieder umsetzen in irgendwas Nützliches? So, chemische Komponenten laden. Ja genau, das wollen wir ja. Ich will bloß mal kurz, bevor ich das mache, hier aufräumen. Nicht, dass dann wieder auf einmal unglaublich viele Necromorphs ankommen, wenn wir anfangen zu mischen hier. Und dann wieder hier totaler Krieg entsteht. Mach doch mal auf hier. Ja, danke. So. Das ist doch auch eine Werkbank, oder? Aber wahrscheinlich nicht für uns bestimmt. Keine Ahnung. So, dann mischen wir mal fröhlich. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Okay. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Mercer? Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Willst du mich verarschen oder was? Das soll unsere größte Schöpfung sein? Ach nein. Komm schon. Ja. Größte Schöpfung für den Arsch, ne? Einmal nachgeladen. So. Müssen bloß gucken, dass der andere jetzt nicht ankommt plötzlich. Okay, die Rüber auch noch, nehme ich an. Oh nein! Was bist du denn für einer? Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Was schwindet da bloß? Oh really? Wer hätte das nur gedacht, dass es sich regeneriert? Komm, mach's Brett auf hier. Ah, ich muss mal kurz unterbrechen. Bis gleich. So, weiter geht's. Immer dieses verfluchte Telefon. Okay. Er grunzt noch auf der anderen Seite, ist uns jetzt aber auch egal. Mich würde mal interessieren, ob der Kerl durch die Tür durchkommt, wenn wir sie aufmachen. Und ihm die Gelegenheit dazu lassen. Wir gehen einfach, würde ich sagen, ne? Was ist denn hier drüben? Achso, hier ist der Aufzug, okay. Können wir jetzt hier unten... Okay, jetzt können wir hier lang, alles klar. Achso, das ist ja bloß der Rückweg durch die andere Tür, genau. So, nehmen wir doch gern die Muni mit. Jetzt kommen aber nicht noch mehr. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Mittwochstation erreicht. Sieht übel aus für uns. Kannst kaum atmen. Dieser organische Stoff fliegt überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Ja, aber nicht so rum, Mensch. Musst du dir halt auch so einen coolen Anzug, so einen formschönen wie Isaac anziehen, dann... Meine Güte, wie viele von den Drecksviechern kommen denn hier? Komm, sterbt, sterbt, sterbt! Die Waffe ist eigentlich ganz gut dafür. Für die kleinen Bastarde. Och, Mensch, noch mehr. So, jetzt aber Ruhe hier. Okay, haben wir das erledigt? Gut, gucken wir mal. Nein, bitte nicht. Bleib ja weg. Du Mistie.
Ja, halb beleuchtete Gänge sind immer ganz spitze.